Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Simon braucht noch bionische Beine, meint Jukulias. Wieso mache ich eigentlich nicht Pflanzen als erstes? Was mache ich? Wieso stelle ich Penicillin her? Wieso schneide ich die nicht ab? So. Was habe ich überhaupt in Pflanzen? 5. Ich brauche, glaube ich, 9 oder so, ne? Neutroblumen brauche ich 7. Zehn brauche ich. Ach du Scheiße. So, nochmal 2 bionische Beine. Na super. Wenigstens sind die Feldhände durch. So, nochmal 2 bionische Beine und einfache Beinprothesen. Für Simon. Haben wir denn jetzt alles für Simon? Der hat 2-mal die Falthände, der 1 bionisches Auge und 2 bionische Beine. Und wir brauchen noch die verbesserten bionischen Beine. Dann tun wir die bionischen Beine mal nach oben. Na guck mal, da sind sie sogar an einem schon dran. Kommt ja noch eine Hitzewelle. Hungernde Tiere? Warum? Dann tun wir die Tiere oder das Tiergebiet ein bisschen erweitern. Ne, wobei eigentlich nicht. Wir brauchen ein Regal, was auch draußen. Ah, hier, even if outside, okay. Hier, schnell bauen! So, gehen wir mal auf Dienungsgrund rein. Müssen wir mal beobachten, ob 2 Robos pro Quarry nicht zu viel ist. Es wird definitiv zu viel. So, Lager. So wie hier. Einstellung kopieren. Einfügen. Bevorzugt. Das soll zuerst gefüllt werden. Gut, die Frage ist, kriegen die das noch gefüllt? Aber wenigstens nicht mehr Dings. Wieso gibt es hier nackte Kolonisten? Was fehlt? Hosen. Es fehlt Hosen. Es fehlt an Hosen. Alter, was hast du denn hier alles? So, die müssen wir noch einteilen. Oder erstmal anschalten. Und benennen.
Oh, wir können Aluminium verkaufen. Sehr gut. Die haben sogar ein bisschen Geld. Ich kaufe mal Medizin. Und wir machen mal ein bisschen Geld, würde ich sagen. Vielleicht verkaufen wollen, müssen wir gar nicht so viel Planstahl verkaufen. Ein Stack. Und die Überlebensration. Jetzt können wir das ganze Geld direkt wieder ausgeben. Oh, hier können wir auch Jade verkaufen. Wir können Steine verkaufen. Oh, geil. Die guten Steine sind das. Aber das ist natürlich nice. Aber wir können den Sandstein erstmal kaufen, weil davon haben wir ja nicht genug. So viel kriegen wir natürlich jetzt nicht. Auch wenn wir alles verkaufen. Alter, der Bauroboter, der wäre schon echt nice. Okay, wir können es mal probieren. Naja, wir haben es versucht. Wir behalten den Plastahl, wir hatten den Sky Steel und den Stahl. Wir füllen auf. Und jetzt brauchen wir auch noch hier eine Lagerung. Aus Marmor. Kommt daneben für die Überlebensration. Dann kann der jetzt auch endlich mal gebaut werden. Oh, wir haben jetzt sogar den Notfallroboter. Die müssen wir auch noch einen Namen geben. Wir müssen jetzt drei Namen vergeben. Das ist der Pizzlemick. Mal gespannt, wer auf den Namen kommt. Schon etwas her. Ist ein Insider, kann man sagen. Ja, was heißt Insider? Also, ich meine, okay, die Leute, die wissen, was es ist, wissen, was es ist. Dann machen wir noch einen. Ich weiß jetzt nicht, warum ich auf diesen Namen komme. Deswegen nehme ich den auch nicht. Wir nennen den unnötig. Das ist unnötig. So, und jetzt, ich weiß schon, wie ich den letzten nenne. Der hier, der heißt, ich mach dich Messer. Ich mach dich Messer. Oh Mann, klingt alles scheiße. Ich mach dich Messer. Verrückter Hirsch. Er greift an! Auf Kampfstation! Der ist ziemlich nah gekommen, die Falle hat geregelt. So.
Wie sieht's aus? Haben wir schon die Beine fertig? Also eins waren wir am Bauen. Das ist aber ein normales bionisches Bein. Naja. Aber das bionische Auge ist anscheinend durch. Das heißt, wir haben jetzt hier vier verbesserte bionische Augen drin. Da fehlt doch eins. Ah nee, wir brauchen ja auch nur drei. Ich meine, wir könnten Simon schon mal rüberschicken, könnten ihm die Feldhände und die Dings geben. Aber wir haben aber noch nicht die Beine ready. Was fehlt denn für die Beine? Fortschrittliche Bauteile. Sollen wir die sonst von Dinom klauen? Ich meine, ich habe ja jetzt hier ein paar Bauteile. Sonst lass uns doch erst noch mal ein paar Bauteile machen. Barnes ist hier zwar an einem dran. Aber ich meine, Dinom braucht ja keine fortschrittlichen. Was ist denn da drin? Das ist bestimmt der Marmor, aber diesmal der Marmor für Yuguljas. So, machen wir mal weiter im Text. Nee. Brauchen wir keine Quarries und Mining-Bots? Warte. Erstmal schießen. Hier, trag das mal weg. So, nee, brauchen wir keine Quarries und Mining-Bots. Einfach keine Sandsteine mehr nehmen, solange nicht genug für eine ganze Mauer da ist. Einfach den Stein nehmen, von dem es auch massig Brocken in Sandlande gibt. Und dann nochmal über einen zweiten Tisch nachdenken. Ja, jetzt wo wir so viele Teile haben, könnten wir tatsächlich über einen zweiten Tisch nachdenken. Das heißt, wir deinstallieren den. Mach mal. Hat denn einer mal nachgeguckt, wie viel Steine wir denn brauchen? Warte, ich hab mal hier meinen Taschenrechner. Gerade am Handy gemacht. Natürlich. Ist der hier nicht mehr in Range. Echt schade. So, dann gucken wir mal. Alter, hier liegt ja noch das Zeug rum. Natürlich wird die Mauer auch immer billiger, ne? Das muss man auch dazu rechnen. So. 1025 plus 1220. Machen wir einfach mal 2. Scheiße, ich habe geteilt. Oh, ich bin so dumm, aber es müssten 5000 sein. Ein bisschen weniger als 5000. So, das heißt, gucken wir einfach. Wenn wir so bei 5000 sind, dann können wir die nächste Mauer ziehen. Das ist jetzt unser Ding. Das ist eigentlich eine gute Zahl. Dann haben die beiden nochmal was zu tun. Ah, sehr gut. So, kopieren. Einfügen. Ich wusste, dass das passiert. Mein kaputt, Jung!
Oh nein, er ist eingebrochen! Oh nein, er ist drin! Der schnappt sich jetzt hier jeden Bot. Ah! Oh nein, er geht direkt in den Nahkampf. Wir müssen den Bot helfen. Wir sind hier in einer Todesfalle. Nein, Dino, wo hast du denn da hingeschossen? Nein, ist das schon fast... Oh nein, ist er gar nicht. Der hat aber hart kassiert. Jetzt, ja. Rette den Bot! Was? Wir haben noch hier Krankenbetten. Wir deaktivieren mal alle. Jetzt müssen wir mal gucken. Was ist mit diesem Bot? Und wo sind die anderen Bots? Also wo ist der beschädigt ist? Hier. Und das ist der da liegt. Ah, der ist paralysiert. Der hatte einen elektrischen Schock. Ich weiß immer noch nicht, was das hier sein soll. Aber ich weiß, dass der hier rein kann. Was? Ach so. Och, ne, auch noch hier, ja. Hast du eine Waffe zufällig? Rüste das Messer aus. Ich hab doch allen gesagt, alle deaktivieren. Oh nein, die kommen da schon. Wo rennt der denn hin? Sucht wahrscheinlich einen anderen Eingang. So, wir haben ein Langgewehr. Zur Not rennt der rein und macht hier die Selbstzerstörung. Ich glaube, der will rein. Naja, er ist schon wieder zu. Der hat Schiss bekommen, sehr gut. Aber was ist mit dem? Wir rücken vor. Wir müssen uns platt machen, bevor der Dicke kommt. Wo ist denn jetzt hier der Kleine? Nein, wieso greift er denn den Auslass an?
Genau, lenk ihn ab. Oh, scheiße, der kann aber auch treffen. Ja, jetzt. Wow, 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 der Dicke kommt. Wieso ist der Dicke so schnell? Selbstzerstörung! Okay, das war zu klein. Die Selbstzerstörung war zu klein. Ich habe gehofft, die ist größer. Aber, die hat nicht mal den gekillt. Kacke. Der ist zum Glück nicht so tanky, wie er aussieht. Okay, er fühlt sich doch tankiger an, als ich erwartet habe. Aber er blutet aus. Er blutet aus. Hauptsache, man kann ihn auch noch zähmen. Sehr gut. Lag. Schöner Schuss. Oh, er will sich hinter der dicken Leiche verstecken. Hat ihn aber nichts genützt. Kannst du ihm nicht den Rest geben? So, und danach? Den hier. Ich meine, wir haben extra den Dingsroboter eigentlich. Gib ihm den Rest. Schlitz! So, jetzt bauen wir den noch fertig, bevor der abhaut. Oh, Date hat sogar ein paar Überreste. Oh, die Bauteile, die sind aber hart beschädigt. So ruhig auf einmal, wenn die ganzen Bots aus sind, ne? So, damit sind alle wieder repariert. Auf geht's. Steine wurden auch beschädigt. Also wovon wir am meisten haben, wäre dann hier wahrscheinlich Marmor und Granit. So, ich wollte aber nochmal eine Fuhre für mich vorbereiten. Also ich brauche ja Granit. Schick mir mal alle fortschrittlichen Bauteile mit rüber. Ich weiß nicht, wofür du die im Moment brauchen könntest. Dann schicke ich mir noch Granit. Machen wir mal voll. Oder hast du noch was anderes? Du hast ein paar Leichen. Dann schicken wir ein paar Leichen rüber. So, jetzt machen wir Granit voll. Wir brauchen irgendwie mal eine Mulde für den Müll. Dass wir die Leichen da reinlegen können. Hier in die Absetzmulde, die tun wir hier schön daneben. Oder hier in die Ecke, da kommen dann die toten Tiere rein. Wir haben ja leider nicht mehr, ich weiß nicht bei welchem Mod das war, oder vielleicht haben wir es ja doch, nur nicht hier drin. Warte, dann ist es bei divers.
Ich suche nicht den Müllcontainer, sondern die Leichencontainer, die wir ja mal hatten. Alter, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt kommt direkt der nächste. Ich setze trotzdem mal einen hin. Nee, ich guck mir das jetzt durch. Hier sind die, aber hier ist nicht das Leichencontainer-Teil. Ich weiß nicht, ob ich das nicht erforscht habe oder ob ich den Mod nicht drin habe. Das kann ich jetzt nicht sagen. So. Oh, scheiße, sind das viele. Das sind echt viele. Das sind scheiße viele. Ich nix denken, hat gar keine Waffe. Nimm mal den Revolver. Wo ist denn ich nix denken? LOL. Sie kommen! Was? Ich bin der Einzige, der hier irgendwie Krieg kann. Alter, das sind so viele. Jetzt verstecken die sich auch noch dahinter. Ich glaube, es hackt. Ja gut, sie halten aber nicht viel aus. Er ist durch! Er ist durch! So, ich nix denken ist frei. Ist wenigstens einer der einzigen, der noch schießen kann. Aber wir können doch keinem Androiden eine Waffe geben. Also das ist ja nicht mal ein Android, das ist ein Droide, ne? Vielleicht will der rebellieren. Das Risiko ist zu hoch. Wir brauchen hier unbedingt Hosen. So, wir können aber die ganzen Leichen direkt rüber schicken. Was haben wir denn hier? Einfach mal zwei unfertige Bauteile. Am besten welche, die nicht verrottet sind. Die hier. 6 Stück. Ich glaube, der Rest ist verrottet. Dann Müll. Und ich kann jetzt noch auffüllen. Wir haben noch ein bisschen Platz, ne? Machen wir unseren ganzen Müll hier weg. Nein, ist aber toten Hasen. Ganzer Müll, der kommt jetzt alles rüber zu Jugulias. Das brauchen wir nicht. Alter, ist ja sogar eine Schrot. Oh, das ist ein Mechanodroid. Wie sieht's denn mal aus? Mir fehlen immer noch die Ressourcen. Wieso liegt hier Holz rum? So, wir brauchen Bauteile. Wir brauchen alles eigentlich. Diese Klamotten, die müssen unbedingt weggetragen werden. Alles, was da nicht reingehört, muss da weg. Achso, die Wandleuchte wurde auch noch nicht gebaut. Wir brauchen unbedingt Stahl. Wieso baut denn hier keiner mehr ab?
Wir hatten doch Bergbau bei jedem irgendwie hochgesetzt. Nee, irgendwie nicht. Jetzt haben wir es bei jedem hochgesetzt. Kein Wunder, dass es hier nicht vorangeht. Nun gut, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.